Hallo und willkommen zu unserem Video. Begleitet uns bei unserem verlängerten Wochenende in der sächsischen Schweiz. Unseren ersten Übernachtungsstopp haben wir im Heilbad Heiligenstadt eingelegt. Auf dem Stellplatz am Kulturhaus stehen für Wohnmobilisten 6 kostenlose Plätze zur Verfügung. Die Plätze sind asphaltiert und obwohl auf einem öffentlichen Parkplatz sehr ruhig. 3 Stromsäulen stehen gegen Gebühr zur Verfügung. Eine Fähr- und Entsorgung ist vorhanden. Die Innenstadt von Heiligenstadt ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar und sehr sehenswert. Am nächsten Morgen geht es weiter zu unserem eigentlichen Ziel, einem Campingplatz in Bad Schandau. Die Ostrauer Mühle befindet sich außerhalb der Ortschaft und wird zurzeit renoviert. Sie liegt direkt an einer Bushaltestelle und an der Haltestelle der Kirnitschtalbahn. Diese fährt regelmäßig von Bad Schandau zum Lichtenhainer Wasserfall und zurück. Wir haben für 2 Nächte fast 90 Euro bezahlt, was wir schon heftig fanden. Es gibt eine Fähr- und Entsorgung. Und auch ein Sanitärgebäude ist vorhanden. Für dieses braucht man aber eine Karte. Leider wurde uns dies nicht mitgeteilt. Aber wir haben ja Gott sei Dank alles an Bord. Nach dem Ankommen verbrachten wir den Nachmittag damit, die Ortschaft zu erkunden und sind natürlich auch mit der kleinen Bahn gefahren. Am nächsten Morgen hatte es etwas geschneit und sich auch gut abgekühlt. Wetterfest angezogen haben wir uns aufgemacht in den Nationalpark. Vom Platz aus ging es hoch in den Wald, von wo aus 2 Wanderwege durch den Nationalpark Sächsische Schweiz führen. Im Weiteren seht ihr Bilder von unserer Wanderung und den beeindruckenden Felsformationen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und gerne auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.